dem Circuit de Barcelona-Catalunya beim Grand Prix von Spanien. Bald werden sich die Teams auf die Strecke begeben und uns mit Sicherheit ein sehr interessantes Training geschehen. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet dann statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder durch die Nürburgring. Zusätzliche Daten aufzeichnen. Macht dir keine Sorgen, es dient nur der Überprüfung der Teile. Müssen deinen Spezifikationen gerecht werden. Ja, so wie immer, wir machen direkt mal die Streckenakklimatisierung. Um einfach mal die Strecke ein bisschen kennenzulernen. Ist aber gerade laut. Mal ein bisschen leiser machen. Yo, 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 was war denn das? Wieso? Hä? Nein, ich möchte diese Rückblende machen. Dann halt Strecke zu... Warum zum Henker bin ich jetzt so gerutscht? Sind es die weißen Reifen? Na, ich rutsche hier mit den Reifen irgendwie durch die Gegend. Das ist... Naja, jetzt schauen wir mal, was abgeht. Passt. Ja, den haben wir auch verpasst, leider. In der ersten Runde ist das alles halb so wild. Natürlich, klar, je mehr, desto besser. Keine Frage. Jetzt habe ich viel zu stark gebremst, warum auch immer. Okay, DRS kommt direkt hinter der Kurve. Und es ist nur eine kurze DRS-Strecke. Ajo. Ich komme auf diese Reifen gerade, glaube ich, nicht klar. In der ersten Runde erzählt er halt immer 20 Kurven auf. Warum hat er den jetzt nicht gezählt? Ich bin mitten durch. Ärgerlich. Wieder so, ich weiß nicht, wieso ich hier so weit rausrutsche. Ich bremse doch früh genug. Schon wieder.
Krieg ich nie. Ah, dafür habe ich diesmal die hier besser gekriegt. Ah, die hat direkt wieder verfehlt. Naja, ist ganz in Ordnung, ist ganz in Ordnung. Ah, jetzt wird schon ein bisschen gemuddelt. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ja, die Zeit überspringen wir direkt mal. So, und... Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 31,4. Jetzt machen wir noch das Qualifying-Training. Schön diesmal auf weichen Reifen. Ja, und selbst mit denen erstmal... Warum schieße ich mich hier beim Start immer direkt ab? Keine Ahnung, wieso ich mich hier jedes Mal abschieße beim Start. Ey, ich weiß nicht, was los ist, wieso ich mich zurzeit so drehe. Ärgerlich, kann ich gerade vergessen, die Runde. Leckt's wieder. Okay. Wir tun jetzt mal... Ich versuch's jetzt hier mal mit
erhöhtem Abtrieb. Ob uns das vielleicht ein bisschen hilft. Weil ich weiß nicht, ich rutsche hier komplett durch die Gegend. Keine Ahnung, was da los ist, wieso das so krass ist. Hier schon wieder, warum schiebt es mich hier grundsätzlich raus? Egal, ob ich bremse oder einfach nur vom Gas gehe oder... Es bleibt einfach nicht auf der Straße, das Auto. Abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Ja, dann, ne? Huch, ich wollte keine Rückblende. Ah ja. Interessant. So, Teamziele haben wir alle erreicht, das gefällt mir. Der Rest hier ist eigentlich eher, es benutze ich sowieso nicht, das ist ja eher auf Auto. Benzinmanagement, ja, verfügbar ist. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,29.
Wir drücken die Zeit hier jetzt durch bis zum Ende, überspringen das nächste und gehen dann direkt wieder ins, ja, ihr wisst Bescheid, ins Qualifying. So, Nachrichten, die Saison kommt, die kommende Session, viel Glück da draußen, bring das Auto zurück, Vorhersage, okay. So, dann gucken wir, was wir jetzt noch an Ressourcenpunkte verballern können. 900, geht nichts. Chassis, Aerodynamik. So, hier können wir das machen, Frontflügel, Hauptklappe und was ist das andere? Äußere Heckflügel. Ja, machen wir mal hier. Und schauen wir mal, was das dann auf lange Sicht bringt. Die Einstellungen. Wo ist es jetzt? Ja. Ach. Ja, auf Richtung Qualifying. Hier beginnt jeden Moment das So. Autoeinstellungen, das lassen wir so. Ich glaube, nach dieser Session sollten wir den Motor wechseln. Ich muss dann mal noch gucken, wie das funktioniert, aber ja. Reifen bleiben auch so. Das passt. Dann gehen wir mal zur Strecke, solange sie noch direkt schön frei ist. So, ich mache jedes Mal das DRS erstmal aus, sich Vollpfosten. Nur in dieser einen Kurve aufpassen, dass es mich da nicht wieder rausträgt. Dann ist alles in Ordnung. Ja, ich bin schon wieder extrem gerutscht hinten.
ausgezeichnete Runde. Wir sind sehr zufrieden. Ja, wieder mal Pole. Mein gefällt mir, aber unwahrscheinlich eigentlich. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top. Der Kapitän, Vettel und... So, wie sieht es denn aus? Wir haben wieder mal gegen beide gewonnen. 26-30 gegen ihn, 8 gegen ihn. Sieht doch gut aus. So muss das weiterlaufen. Gibt wieder ein paar Ressourcenpunkte. Ruf steigt, mein Ruf steigt. So. So muss das sein. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal die Rennsession. Hoffen, dass wir da auch irgendwas reißen können. Es sind nur noch wenige Minuten bis. Diesmal bitte keinen Frontflügel verballern. Wir möchten dich heute unter den Top 7 sehen. So, 17 Runden. Uiuiui. Ja, lass mal das mal so hier. Die Autoeinstellungen, das habe ich ja so. Die weißen Reifen, die will ich auf gar keinen Fall. Wir bleiben dabei. Und dann starten wir halt mal das Rennen. Ferrari zieht da halt direkt an einem erstmal durch. So, direkt erstmal einen Flügel angedatscht. Das ist doch zum Kotzen. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schule den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Weißt du, mein Flügel ist erste Runde gleich im Arsch, weil die Affeköpfe einfach die ganze Zeit anhalten auf der Strecke. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit deiner Arbeit? Ja klar, ich fahre erste Runde in die Box. Ich glaube, dir geht's zu gut. Die wollen wohl alle einfach nicht von der Pole starten, deswegen gewinne ich im Qualifying immer und im Rennen machen sie mich dann fertig.
Achso, die offene habe ich in die Küche gestellt. Ich krieg Kollision verursacht, ich habe nur verteidigt. Der Wichser ist in mich reingefahren. Oh, diese Lags. Ah, ärgerlich. Hier Pole und dann ist man Fünfter. Vorher Pole, man ist fast das ganze Rennen lang Erster und jetzt und muss dann noch mal einfach mal ein zweites Mal in die Box und verliert dadurch wieder einen Arsch voll Plätze, wenn man zu dumm ist und sich den Flügel abfährt. Läuft nicht, läuft nicht. Wir sind also mit unserem McLaren eindeutig auf engen, wo keine großen Geraden sind, schneller. Und im Regen sind wir einfach wohl auch besser wie die anderen, weil wir da, glaube ich, einen besseren Abtrieb haben. Jetzt ist Hamilton ein kleines Stück hinten. Ich habe einen guten dritten Sektor gehabt. Meiner hat einfach das bessere Auto auf dieser langen Geraden. Alter! Magnussen. Jo, ist das Feld da hinten echt beieinander. Ja, klar, und kaum ist DRS aktiviert, rutsche ich hier bald komplett raus. Ihr Wichser.
ihm dran. Vielleicht macht er einen Fehler. Den Platz können wir uns noch zurückholen. Habe ich meine Ziele zu hoch gesteckt mit ich will Siebter werden? Jetzt bin ich schon Neunter. Der Frontflügel ist schwer beschädigt und du hast viel Abtrieb am Wagen verloren. Komm an die Box, dann verpassen wir dir einen neuen Frontflügel. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box. Du Idiot, ich stehe in der Box. Na, konnte ich mir leider keinen snacken in der Box. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. So, jetzt ein bisschen kontrahieren. Ich muss mindestens Siebter werden, das ist das Ziel. Alles andere sind Pluspunkte. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerken werden? Und du hast einen Leistungsverlust im Hirn, Junge. Hey, du Hurenkind! Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,4 Sekunden.
Er schießt mich einfach ins Kiesbett ab, der Hurensohn. Dafür muss er doch eine Strafe kriegen. Naja, ich meine, ich hatte den anderen vorher so schwer beschädigt, dass er das Rennen abbrechen musste und habe keine Strafe gekriegt. So, Flügel ganz hin. Ja. Oh, mich hat gerade irgendwas ins Handgelenk gestochen. Als ob. Es war ja mal so eine beschissene Runde. Bin schon nur noch Zehnter. Man ist ungefähr 150 Milliarden km/h schneller wie der andere. Und er bleibt auf seiner Linie, er lässt einen nicht durch, ne? Weißt du, erstes Wochenende mit neuem Vertrag, ich krieg die Pole und bin dann Neunter. Drück immer in dem Moment, wo es piepst und es funktioniert einfach nicht. Als ob. Ja, verschwind doch jetzt mit deinem Red Bull. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Grüne Flagge. Sag mal, ich fall gerade einfach immer weiter zurück. Ah. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Was interessieren mich die Rundenzeiten, wenn ich nachher 500. bin? Das Gemisch auf Mager stellen, weil ich es verdaddelt habe und zu lange auf Fett gefahren bin. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Dieser Wichser. Ja, ich hab doch da gedrückt, dass ich hier die Rückblende jetzt direkt hier starten will.
Das Problem ist, ich will dann immer zu viel. Ich sollte mich dann jetzt lieber mit dem dritten Platz oder so zufrieden geben. Jo, jetzt ist mein Flügel ganz ab. Anstatt dann immer so viel darum zu fighten, mein Auto kaputt zu machen und dann ganz abzufallen. Ey, hast du das gesehen? Weißt du, sie überholen dann einen? Ja, ihr könnt mich mal. Die überholen dann einen. Regelwidriges Überholmanöver. Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Oh jo, das war zu viel. Ah, es läuft gerade so scheiße. Und mich sticht gerade eine Sache nach der anderen. Okay, das wird, glaube ich, unser schlechtestes Rennen der Saison, wenn ich so weitermache. Ja, ich muss dann aufhören, da vorne so viel zu kämpfen. Lieber so auf dem dritten Platz bleiben und auf einen Fehler hoffen oder einfach einen guten Lauf, anstatt mir mal die Karre kaputt zu machen. Eigentlich ja nichts davon, schau mal hier.
meine erste Strafe kassiert, das Rennen ist rum. Ja. Ja, jetzt bin ich letzter. Also schau, ich habe auch so keine Leistung mehr. Die schlechtesten Teams überholen mich, weil ich halt wieder nicht dran gedacht habe, den geschissenen Motor auszutauschen. Das machen wir jetzt nach dem Rennen gleich, bevor ich es wieder vergiss. Weil das war so verschenkt. Weil mir halt auch viel Leistung fehlt. Also ich müsste auch mit dem kaputten Flügel nicht 20. sein. 19. Butler ist ja raus. Aber trotzdem. Müsste nicht sein. Ich habe irgendwie null Leistung mehr. Gefühlt. Puh. Ich sehe da hinten schon wieder Ferrari hinter mir. Boah, 7 Sekunden mehr wie sonst. Seht ihr, jetzt gerade fahre ich ja relativ normal. Gut, die Kurven kriege ich jetzt nicht so gut, aber ich kriege keinen Fuß auf die Erde gegen die anderen. Ja, das war ja absolut der Reinfall. Nicht gut genug. Das war einfach nicht gut genug. Lass uns beim nächsten Mal eine Schippe drauflegen, okay? Eine Schippe? Eine ganze LKW-Ladung. Ferrari hat wirklich Großes geleistet und verdient gewonnen. Bei der Siegerehrung sehen wir den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM. Das war katastrophal, mehr war das nicht. Naja, ich führe immer noch gegen beide. Jetzt habe ich zwar gerade hier gegen Norris extrem einbüßen müssen, aber das macht erstmal gar nichts. Ja, der Ruf sinkt wieder ins Unterirdische. Ich gehe wieder zurück Richtung Anfänger. Was für ein enttäuschendes Ergebnis. Das war ein hartes Wochenende. Sieht oh aus, ja. Als wäre einer deiner Rivalen auch zu einem historischen Event eingeladen. Das könnte eine gute Chance sein, eure Rivalität für die Presse hochzuspielen und deinen Ruf zu fördern. So. Deutschland.
Grand Grand Prix, whatever. So, alles schön und gut soweit. Aber das reicht für heute erstmal wieder. Ich mache jetzt hier fertig. Alle, die zugeschaut haben, sage ich vielen Dank. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, ciao.